Hallo, guten Morgen. Ich nehme euch eine Runde mit nach Frankfurt. Ich sehe gerade, dass ich hier Schokolade habe. Nervennahrung und so. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Warum habe ich das jetzt überhaupt gesagt? Aber ich habe mich gerade so gefreut, dass ich die Schokolade hier gesehen habe. Total bescheuert im Intro. Ganz egal. Ganz viel Spaß bei diesem Video. EZB, die Europäische Zentralbank. So sieht das jetzt hier aus. Ein bisschen düster hier, würde ich sagen, in Frankfurt, ne? Naja, aber Hauptsache, es regnet nicht. Da vorne ist übrigens das Haus der Braut. Da habe ich mein Hochzeitskleid gekauft. Yay, lang ist es her. So, wird es jetzt einmal grün hier. Da ist der Lucky. Oh mein Gott, wir sind da. Mir ist kurz schlecht. Wegen der Fahrkünste von meinem Mann. Sind wir mal ehrlich. Jetzt wisst ihr darüber auch Bescheid. Ich bin jetzt gerade bei Apple. Das ist so ein Monsterladen. Hier bin ich ja voll gerne. Wir sind ja voll die Apple-Freaks. Aber ich muss was reklamieren und ja, deswegen erledige ich das jetzt mal schnell. Alles erledigt. Da ist der Gianluca. Und zwar hatte ich eine Reklamation. Es hat alles ganz gut geklappt. Und der Gianluca wollte seine neue Panzerfolie draufkleben lassen. Die ist allerdings von Rhino Shield. Ich habe es gerade schon falsch gesagt. Ich habe da auch eine bestellt und die machen sie nicht drauf. Also nur die, die man hier kauft. Macht natürlich auch Sinn, ne? Egal, muss der Max uns draufkleben. Und jetzt geht's in die Goethestraße. Das ist so ein Pflichtbesuch für meine Jungs. Das sind nämlich immer die coolen Autos. Da sind halt auch die richtig, richtig krassen Geschäfte wie Chanel, Prada, Dior, Gucci, Louis Vuitton und so weiter. Und da stehen halt auch die richtig coolen Autos. Ja, da gehen wir jetzt hin. Da sind wir schon. Ganz nah eben. Parallel zur Zeil. Da ist jetzt Chanel. Und jetzt schauen wir mal, da fahren schon die coolen Autos. Jawohl. Und da ist auch schon der Lissandro. Also da stehen sie Schlange bei Chanel und da hat der Lissandro ein richtig cooles Auto entdeckt. Jawohl. So sieht es aus. Und er hat einen Strafzettel. Der Gianluca hat mir gerade erklärt, dass das Auto wahrscheinlich um die 400.000 Euro kostet. Ich glaube, dem ist es egal, dass er den Strafzettel hat. Ne? So 10, 15 Euro Gutschein ist dem wahrscheinlich wurscht. So, jetzt schauen wir mal hier bei Louis Vuitton rein. Aber nur gucken. Solo guardare, non comprare. Also, so sieht es jetzt hier aus. Da hinten waren wir, da ist die Goethestraße. Jawohl. Und jetzt laufen wir zur Zeil. Zara. Und da ist eben die Frescas. Da hinten war Apple. Die Frescas heißt Frescas, weil es da ganz viele Gaststätten eben gibt, in denen man lecker essen kann. Ja, und jetzt geht's zur Zeil. Das ist jetzt die Zeil. Ist noch richtig schön beleuchtet. Ich werde jetzt gleich mal da zu Sephora reingehen. Und da vorne ist MyZeil. Da parken wir eigentlich auch immer. Heute haben wir mal in der Nähe von der Goethestraße eben geparkt, weil wir zum Apple Store mussten. Und ich zeige euch mal vorne das Gebäude etwas besser, weil es wirklich richtig, richtig schön ist. Und da sind wir schon. So sieht MyZeil jetzt von vorne aus. Hier sind die nächsten Geschäfte total beleuchtet, wie gesagt. Und hier sind schöne Tiere drauf. Ich kann es jetzt gar nicht sagen, ob das Rentiere, Rehe oder Kirsche sind, keine Ahnung. Ich will mich da jetzt nicht festlegen. Auf jeden Fall sieht es richtig schön aus. So, und ich gehe jetzt da vorne zu Sephora, wie gesagt. So, ich bin jetzt gerade bei Sephora und ich frage mich gerade, ob die hier irgendwas haben, um die Fingerchen sauber zu machen, so wie eben bei Douglas und in allen anderen Geschäften. Aber ich kann hier nichts entdecken. Ich habe mir jedenfalls jetzt mal diese Palette hier ausgesucht. Die gefällt mir total gut. Ich hatte zu Silvester hier schon mal reingeditscht, aber da nichts mitgenommen. Und das ist mir nicht mehr aus dem Kopf gegangen und deswegen darf sie jetzt mit. Okay, es sind jetzt doch komplett andere Sachen geworden. Und zwar zwei Paletten von Tarte und eine von Huda Beauty. Da unten ist sie in Nude. So, und ich gehe jetzt zur Kasse. Die eine, die habe ich für eine ganz liebe Freundin. Und zwar für die wunderschöne Amelie. Ich hoffe, dass sie sich freut. Jetzt könnt ihr die gar nicht so richtig sehen. Ich zeige sie euch gleich nochmal. Also, ich zeige sie euch mal eben. Schaut mal, wie cool allein das Packaging ist. Richtig schön. Und hier drinnen sind Farben, die jetzt vielleicht erstmal nicht so alltagstauglich aussehen.
wie zum Beispiel ja, diese hier, weil die eben sehr stark glitzern. Aber diese hier kann man definitiv für den Alltag verwenden und die eben für besondere Anlässe. Und ja, ich denke, man kann da ein wunderschönes Augen-Make-up zaubern. Und diese hier, die ist ganz, ganz besonders. Die wünsche ich mir schon sehr lange. Wartet. Und zwar sieht die eben so aus. Die hat auch ganz viele besondere glitzernde Farben, eben für besondere Anlässe, aber auch alltagstauglich, wenn man es ganz dezent aufträgt. Und eben auch matte Farben dabei, mit denen man ganz viele schöne Sachen zaubern kann. So, und jetzt geht's weiter. Und hier ist noch HEMA. Da wollte ich eigentlich auch mal kurz reingehen. Die haben ja immer richtig, richtig schöne Sachen. Mal schauen, was meine Männer dazu sagen. Okay, die sind gerade drüben im Adidas Store. Deshalb passt es ganz gut. Kann ich mich hier ein bisschen umschauen. Ja, Weihnachtssachen brauchen wir ja jetzt nicht mehr, ne? Hier könnte man natürlich ein paar Schnäppchen machen für nächstes Jahr. Aber ich habe gerade einen Liam auf dem Arm und deshalb schaue ich mich einfach nur ein bisschen um. Alles, was das Herz begehrt. Aber nichts, wie gesagt, also ich wollte mich einfach nur ein bisschen umschauen. Finde ich halt so cool in Frankfurt, da sind halt überall so Leute, die ihre Kunst zeigen. Der hat eine Maske auf, so eine Pferdemaske, das ist so witzig. Und der ist richtig, richtig gut und er hat auch kein richtiges Schlagzeug, sondern der hat sich das so irgendwie zusammengestellt. Ja. Und ansonsten sieht es jetzt hier so aus, es ist leider ziemlich nebelig. Heißt es so auf Deutsch? Nebelig? Ich glaube nicht. Naja, auf jeden Fall sieht es trotzdem schön aus. Hier bin ich wieder, ein paar Tage später. Sorry dafür. Ich habe mich jetzt auf der Zeile dann gar nicht mehr von euch verabschiedet. Ich hoffe, dass ihr euch freut, dass ich euch so ein kleines bisschen mitgenommen habe. Wollte euch aber noch ein bisschen was sagen über Frankfurt, wie ich das so empfinde und was ich darüber denke. Und zwar ist Frankfurt für mich schon voll die coole Stadt. Ich bin da sehr, sehr gerne, aber ich bin auch ehrlich gesagt froh, dass wir hier eher auf dem Dorf leben. Ja, also ich sehe das so ein bisschen kritisch mit Kindern in Frankfurt. Es ist halt alles riesig, die Kriminalität ist sehr hoch. Also man hat aber auf der anderen Seite wieder das Positive, dass man sehr, sehr viele verschiedene Möglichkeiten hat. Also sei es Schulen, Kindergärten und so weiter. Vor allen Dingen Freizeitaktivitäten. Das ist halt hier dann auf dem Dorf wieder sehr schwierig. Also so auf die Art müssen wir schon froh sein, dass wir einen Fußballverein haben. Also jetzt übertrieben gesagt natürlich. Aber es ist wirklich sehr, sehr schwer. Und ich denke, dass in Frankfurt die Kinder einfach viel mehr Möglichkeiten haben. Auch zum Beispiel, wenn sie noch klein sind, eine Fremdsprache zu lernen, eben Kurse zu belegen, Ballett und Basketball, alles, was es halt so gibt. Auch außergewöhnliche Sachen und das hast du halt hier bei uns nicht. Auch wenn wir irgendwas brauchen, klamottentechnisch, ist es eher schwierig, muss ich wirklich sagen. Aber es ist für uns kein Problem, deshalb fahren wir ja sehr, sehr gerne eben zum Beispiel nach Frankfurt und sind dann total, also ich für mich, ja, die paar Stunden auch abgelenkt, das ist was anderes. Ich tauche da fast schon in eine andere Welt, jetzt übertrieben gesagt, weil es halt dort auch eher anonymer ist. Hier kennt halt jeder jeden, was ich halt auch ehrlich gesagt total schön finde. Aber dort bist du halt, ja, so für dich und schaust dich um. Die Leute, die, ja, sind irgendwie, wie soll ich sagen? Mir fällt jetzt nur das italienische Wort ein. Ne? Also es ist einfach anders. Sagen wir es mal so. Also jetzt als Beispiel, es wird jetzt niemanden interessieren, ob ich da, mit welchem Auto ich vorfahre, was ich anhabe und so weiter. Und hier ist es halt nochmal anders. Da wirst du halt schon ein bisschen, naja, begutachtet auch nicht. Ich finde jetzt nicht die richtigen Worte. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Also grundsätzlich finde ich Frankfurt richtig cool. Einen richtig heißen Fleck und auch sehr, sehr schön von der Architektur. Es gibt viele schöne Viertel. Allerdings ist halt die Kriminalität sehr, sehr hoch in Frankfurt. Das ist natürlich auch sehr gefährlich und deswegen meinte ich das am Anfang wegen der Kinder. Hier können sie halt rausgehen, zum Bäcker, zur Schule laufen, überall hin. Ich meine, klar, auch in kleinen Städten kann was passieren, gar keine Frage. Aber ich würde jetzt meine Kinder nicht alleine am Bahnhof in Frankfurt lassen, damit sie irgendwo hinfahren. Und hier wäre das jetzt kein Problem. Na, so. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine.
dass sich jetzt auch keiner angegriffen fühlt. Jedenfalls sind wir eben sehr, sehr gerne in Frankfurt und ich kann euch jetzt ganz geschwind noch zeigen, was ich bei Zara gekauft habe für den Liam. Und dann blende ich euch noch ein, was ich bei H&M gekauft habe. Das hatte ich nämlich die Tage schon abgefilmt, aber konnte dann nicht weiter filmen, weil, naja, ihr wisst, Großfamilie und so. Ich hole mal eben die Sachen und zeige sie euch. Vielleicht ist es ja eine kleine Inspiration für euch. So, da bin ich wieder. Ich habe die Sachen jetzt mal ganz geschwind geholt und knie mich jetzt hier einfach mal hin. Ich muss euch die Sachen zeigen, weil die einfach so, so süß sind. Und zwar habe ich die im Zara Sale ergattert. Ich liebe diese wunderschöne Jacke hier. Für meinen kleinen Schatz, wie goldig ist die. Die ist auch total kuschelig warm. Und jetzt Achtung, die hat sage und schreibe nur 21,95 € gekostet. Das ist echt ein Schnäppchen für so eine tolle Jacke. Und er hat ja diese braunen Schüchen von Ricosta, die hatte ich euch schon mal in einem Vlog gezeigt. Und ich finde, das passt so, so gut, diese Kombi. Und dazu habe ich ihm dann noch diese Hose hier gekauft. Die ist auch ultra, ultra goldig. Die sieht so aus. Sieht jetzt ein bisschen groß aus, aber ich kann die hier unten noch umschlagen. Ich habe Größe 86 tatsächlich genommen, aber wie gesagt, ich kann die noch umschlagen. Und auch die war reduziert. Wie viel die jetzt genau gekostet hat, weiß ich gar nicht mehr. Und diesen wunderschönen Pulli hier noch dazu. So, so schön diese Kombi. Also richtig schick. Und auch der war reduziert. Sorry übrigens fürs Licht, aber ja. Danke, Jahreszeit. Es wird halt um 4 schon düster. So, und dann noch hier dieses Longsleeve. Und da weiß ich den Preis auswendig, weil ich mich noch so gewundert habe. Und zwar 2,99 €. Das ist natürlich unschlagbar, dieser Preis. Da kann man definitiv nichts falsch machen. Und so Longsleeves ziehe ich ja meinem Schatz sehr, sehr gerne an. Dann eben so ein schönes Westchen drüber. So ein Cardigan, keine Weste. So, also entweder die Hose mit dem oder mit dem, so, oder eben mit dem Pulli. Ich finde es total schön. Ja, und das war es soweit von mir, von uns, von unserem Ausflug aus Frankfurt. Das war jetzt soweit meine Shopping-Ausbeute für den Liam bei Zara. Jetzt im Anschluss blende ich euch noch ein, was ich bei H&M für den Liam gekauft habe. Also bleibt auf jeden Fall noch mit dabei. Und ich würde mich jetzt an dieser Stelle von euch verabschieden. Ich hoffe, dass ihr euch freut, dass ich euch einfach mal eine Runde mitgenommen habe nach Frankfurt. Einfach mal was anderes. Schreibt mir aber sehr, sehr gerne eure Videowünsche unten in die Kommentare. Da würde ich mich natürlich sehr freuen. Und so überhaupt über Feedback freue ich mich natürlich auch immer sehr. Und über ein Abo natürlich auch, das übrigens kostenlos ist. Dann verpasst ihr auch keine Videos mehr von uns. So, und jetzt sage ich tschüss, bleibt ihr auf jeden Fall noch mit dabei und dann hoffe ich natürlich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dann, tschüss! Ich möchte zeigen, was ich dem Liam noch gekauft habe, und zwar eine Hose. Die ist so, so schön. Oh Gott, hier mit diesen Hosenträgern, das mag ich ja sowieso total gerne. Das sieht so schick aus, aber das kann man natürlich auch abmachen, das Ganze, wenn man das eben nicht so gerne mag. Dann Strumpfhosen. Der Liam hat nämlich tatsächlich nur 3 Paar Strumpfhosen. Und jetzt habe ich so einen Pack gekauft, da waren jetzt auch wieder 3 drin, allerdings in weiß. Das ist nämlich ein bisschen schwierig. Ich dachte, 3 reichen, aber die haben dieselbe Farbe, also die sind so bunt. Und deswegen sind die dann meist alle zusammen in der Wäsche, sodass ich dann keine mehr habe. Und deshalb habe ich jetzt einfach mal 3 Stück in weiß genommen. Und dann hat der Liam neue Pyjamas bekommen. Das war auch ein Set, da waren auch 3 Stück drin. So sehen die jetzt aus. Auch richtig, richtig süß. Größe 80 habe ich genommen. Und mir war auch wichtig, dass hier unten das offen ist. Das heißt, ja, man hat einfach länger was davon. Wenn die nämlich unten zu sind, dann können die dann eben auch zu eng werden. Und die sind jetzt noch um einiges zu groß, aber vom Stoff her sind sie recht dünn, sodass wir dann im Frühjahr auch noch was davon haben werden. Ja, und der sieht so aus. Wie gesagt, da waren 3 Stück in einer Packung. Ups, falsch rum. So, jetzt. Der ist einfach nur gestreift und eben, wie gesagt, hier unten offen. Und dann war ich noch bei DM, ganz schnell, und habe diese Reiswaffeln gekauft. Die liebe ich. Für zwischendurch im Kinderwagen, also nur für mich, nicht für den Liam. Ein bisschen Nervennahrung. So, und das kommt jetzt alles in die Wäsche.